Ja, ich habe heute vor, die Kupplungsscheiben zu wechseln, da die runter sind bei mir. Und da werde ich heute mal ein kleines Tutorial für Anfänger machen. Ich habe das auch noch nie gemacht. Das ist einmal bei einer MZ. Da habe ich die Kupplungsscheiben schon mal gewechselt, aber bei so einer großen Maschine noch nicht. Wird also eine Premiere. So, gestern habe ich schon das Öl abgelassen, gleichzeitig noch den Ölfilter gewechselt, habe jetzt einen schönen von K&N besorgt, ging auch ganz einfach alles, war ein bisschen Sauerei mit dem Öl, aber das ist normal. So. So, Kupplungshebel haben wir jetzt zurückgenommen. Jetzt ist die Spannung hier schon mal ein bisschen weg. Sollte sie zumindest sein. Und als nächstes werden wir dann erstmal die erste Schraube lösen. Die Schrauben werden auch über Kreuz gelöst und genauso auch wieder über Kreuz angezogen. Ist zwar ein bisschen verwirrend und man muss da schon aufpassen, welche man jetzt gelöst hat und welche nicht. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, das sind die Druckfedern, die werden ausgetauscht.
So, das war's. Das heißt, bloß mal Öl auffüllen. Erstmal warten, bis das Silikon, die Tischmasse, die schwarze, die ich da reingemacht habe, ein bisschen trocken ist. Dann nochmal Öl rein und dann mal gucken, ob es läuft. Ja, klar.